Goleone. Goleone Hotel, sagt er. Sprit haben wir noch genug. Ah, irgendwo war doch hier so eine Tankstelle rechts, oder? Nee. Das sah jetzt nur so aus, okay. Aber echt gut gemacht, das Spiel. Doch, hier. Warte doch. Ja, habe ich gut in Erinnerung, siehst du? Boah, da ist dieser gute Sportwagen. Der ist richtig gut. Für die Superreichen. So. Hallo, Platz da, ich komme. Fahr den Fahrgast, okay. Oh. Das war jetzt knapp, hör mal. So. So, darüber. Polion Hotel. Und alles weiter. Einfach vor dem Hotel, bitte. Ein verrückter Fahrer hier, so zack. Danke. Bitte. Kein Problem, Sir. Was macht das? Ein Viertel Dollar oder was, hä? Haben wir was bekommen? Nee. Oh, jetzt müssen wir aber aufpassen, die Polizei ist hier. Oh, ich wollte ihn gerade die Vorfahrt nehmen. Fahren wir mal weiter. Vielleicht finden wir irgendwo noch Gäste. Da ist ein Gast. Da ist ein Fahrgast. Warte mal. Steig ein, komm. Musst du nicht gleich hupen, nur weil ich ein bisschen hier... Kunstgalerie, aber schnell bitte. Kunstgalerie, klar, genau. Schnell kann so. Ich gut. Zeit übrig. Eine Minute, so, dann Vollgas. Haben Sie heute frei? Was geht Sie das an? Nichts. Haben Sie heute frei? Ich frage nur, ich zahle fürs Fahren, also tun Sie das. Junge, Junge, es war nur Konversation. Sieht das mal einer an. Ja. Die Rezession hat die Leute faul gemacht. Ist eine gute Ausrede. Da draußen gibt's keine Arbeit. Arbeit gibt es immer, man muss sie nur finden. Verstehe, Sie sind ein sehr beschäftigter Mann. Sieht man dieser Tage nicht oft. Ich habe diese elende Depression kommen sehen. Hab gut verkauft. Also ja, ich darf beschäftigt sein. Mhm. Sehr beschäftigt damit, sich alte Bilder anzusehen? Ich habe eine Besprechung mit einem Kollegen. Bleiben Sie vor der Galerie stehen. Danke, Mann. Hier sind bitte 50 sehr. Cent. Aber nicht alles auf einmal ausgeben. Oh, yeah. Ich werde es versuchen. Da haben wir als 50 Cent überlegt, mal. Das ist ja Kohle ohne Ende gewesen. 50 Cent. Optik Cent. Nur Arschlöcher heute. Ja, gleich mal überfahren. Guck mal, schon allein seinen Gang verredet ihn, ey. Guck mal, wie der läuft. Als hätte er was zwischen den Beinen. Kollege. Nee, nix hupen. Da wäre der nächste Fahrgast gewesen. Fahren wir mal direkt links um die Ecke. Oh, Taxis gibt es aber hier wie Sand am Meer, du. Oh, jetzt habe ich mein Auto zerstört. Ich hoffe, die Polizei kommt nicht. Na, na, na. Sorry. Da vorne. Es ist grün. Wir haben grün. Ich habe grün. Komm, steig ein. Ich hab mir die war ganz schön eingedellt. So, und weiter geht's. Oh Mann, du siehst fertig aus. Ja. Ich habe seit 5 gearbeitet. Was ist Ihre Ausrede? Fuse. Macht Sinn. Wohin fahren wir? Little Italy. Little Italy. 20. Straße. Okay, dann bringen wir den Mann dahin. Okay. Ich erzähle den Bullen nichts von Ihrer Schnapsfahne. Und sie sagen nichts, wenn ich zu schnell fahre. Alles klar? Alles klar. Na, super. Gute Fahrten dabei heute? Ein paar. Aber man kann nie genug haben. Weiß nicht. Sieht das für dich wie Little Italy aus? Ja,
Wir sind doch auf dem Weg, dein Ohren, Motor. Ich kann sich schon eine Taxifahrt leisten. Seit dem Börsencrash ist ja alles scheiße. Ich sitze auch nur hier, weil ich besoffen bin und mich verlaufen würde. Die Bullen sehen genug Betrunkene. Die suchen nur nach Leuten, die das Zeug schmuggeln. Ich hab sie schon nach kleinen Fischen angeln sehen. Mag sein. Wenn sie meinen, dass sie was aus dir rausholen können, ist jeder Vorwand recht. Die Stadt ist verdammt korrupt. Und ob. Das stimmt. So, der LKW will jetzt hier auch durch. Ey, ey, ey. So, Little Italy. Ach, Mafia ist einfach Mafia. Mal egal. Oh, nein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihnen das gefallen hat. Das war ein Leichenwagen immer. Oh, jetzt haben wir aber... Sorry, immer. Kleine Delle. So, die Leute steigen ein. Gleich da vorne an der Ecke, bitte. Mein Cousin hat um die Ecke einen Kaffeestand. Mach eine Pause und sag ihm, Lucio schickt dich. Danke. Mach ich vielleicht. Oh, die Karre raucht immer. Das war jetzt keine Absicht, aber passiert so. Ah, schön, schön Kaffee hier. Oh, das hat mich jetzt erschreckt. Was ist denn jetzt los? Na, Kumpel, kennst du mich noch? Was ist denn jetzt los? Ja? Mr. Morello ist etwas sauer. Solltest Salieris Schläger nicht helfen, hm? Jetzt breche ich dir ein paar Knochen. Damit du nicht vergisst, wer in dieser Stadt das Sagen hat. Wirst du bald Probleme mit dem Laufen haben. Sieh dir den an. Es wird ja noch richtig spaßig. Los auf ihn. Ja, ja, ja. Der mit seiner geleckten Frisur. Schnell spring drüber. Oh Gott. Hör auf, auf mich zu schießen. Ei, ei. Schneller weg hier, Mann. Lauft, Leute, lauft. Es wird hier geschossen. Oh mein Gott, der kommt immer noch, der ist. Wartet hinter der Gasse. Danke. Oh, schnell weg hier. So, hier durch. Oh. Komm, mach Platz hier, du mit deiner Schaufel immer. Gut, Junge. Dino, Lou, wollt ihr was von Don? Nee, wir wollen nur mit dem Taxifahrer hier sprechen, sonst nichts. Ach, wirklich? Ja. Das ist der Lieblingsfahrer von Don. Alles, was ihr ihm sagen wollt, könnt ihr auch mir sagen. Ach ja, dann hör mal gut zu. Wir gehen nicht mit leeren Händen, das steht fest. Tja, na dann geht ihr vielleicht gar nicht mehr. Wir sehen uns, Jungs. Gehen wir los. Danke. Ist das Mindeste. Komm mit. Sagen wir dem Don Hallo. Don Salieri? Ja. Er wird hören wollen, was passiert ist. Die Mafia-Karriere beginnt. Oh, die Kamera ist aus. Warum? Was ist los? Ah, nicht schon wieder. Die hat immer wieder Aussätze. Warum auch immer. Komischerweise. Warte mal. Ja. Kapitel 1 abgeschlossen. Auf der Flucht. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die Kamera wieder drin haben. Nee.
Die Kamera ist einfach weg, liebe Leute. Keine Ahnung warum. Ich sehe sie zwar, aber hier drinnen nicht. Gut, dann machen wir erstmal weiter. Wir machen es gleich fertig. Ja, egal. So. Warum auch immer die Kamera manchmal wegfällt hier. Der Don. Wie heißt du, mein Junge? Thomas. Thomas Angelo, Sir. Thomas Angelo. Frank meinte, du hättest Ärger gehabt. Ja, Sir. Mein Taxi wurde ziemlich demoliert. Morellos Schläger waren hinter ihm her, weil Tommy uns geholfen hat. Dieses Taxi. Du lebst davon. Ja, Sir. Ich fühle mich hier verantwortlich. Also gebe ich dir ein kleines Darlehen, damit du dieses Taxi reparieren kannst. Das ist sehr freundlich, Sir, aber ich möchte keine Almosen. Oh. Was willst du dann hier? Ich will die Bastarde, die mein Taxi kaputt gehauen haben. Da ist der Anwalt, der berühmte Anwalt. Er will meine Erlaubnis, um sich zu prügeln. Ja, hab's gehört. Okay, Tommy Angelo. Morellos Gorillas treffen sich immer in seiner Bar. Pauli, du kennst sie. Sicher, Boss. Gut, dann gehst du mit, Tommy. Mhm. Sie parken auf diesem Platz neben okay. der Bar. Zerbeult ein paar Blechkisten. Schickt Morello eine Nachricht. Er kann keine ehrlichen Arbeiter in meinem Viertel angehen und ungeschoren davonkommen. Danke, Mr. Salieri. Ich enttäusche Sie nicht. Das weiß Mr. Salieri. Und Tommy, wenn du zurück bist, sprechen wir über deine Zukunft. Wir sprechen dann über deine Zukunft. Leck, Habibi. Hier kennt dich sonst keiner. Also vorsichtig, okay? Okay, in Ordnung. Klar. So, oh, schöner Billardtisch. Nee, du kannst noch länger auf deinem Arsch sitzen. Ein Taxifahrer. Wir tun ihm einen Gefallen. Wird er den Boss fahren? Nee, so schnell verlierst du deinen Job nicht. Ich hasse dieses Warten. Stinklangweilig. Wenn der Boss sagt, du bist noch nicht bereit fürs Abkassieren, was soll man machen? Ich weiß nicht, was er für ein Problem mit mir hat, Pauli. Was soll ich machen, um... Du solltest nicht mich fragen, Carlo. Von mir bekommst du keine gute Antwort. Was? Jedenfalls... Muss ich jetzt los. Okay, komm hier durch. Ich bring dich zuerst zu Vinny. Warte. Großmaul, aber Frank und der Don kennen ihn schon ewig. Okay, warte mal, was ist das hier? Notiz lesen. Don Salieri. Ich schreibe Ihnen, um meine größte Freude darüber kundzutun, dass Sie die Hochzeit meiner Tochter besuchen werden. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn Sie besondere Vorkehrungen für das Fest wünschen. Es wird ein wunderbarer Tag werden und er wird ganz besonders unvergesslich sein, wenn die ganze Welt sehen kann, dass Sie diesen Anlass Ihren Segen spenden. Ihr treuer Freund Giovanni Romano. Okay, Giovanni Romano. Ich beobachte dich. Klar. Ich habe da nur was gelesen, meine Güte. Ich komme sofort. Lass mich noch ein bisschen in der Bar mich umkommen. Sprich mit Venezia, okay. Ja. Ah, schöne Bilder. Alles easy. Hier kann man was bestellen. Oder Zeitung ist das? Prohibition. Okay, können wir mal lesen. Die Prohibition bleibt. Herstellung und Verkauf von Alkohol bleibt illegal. In einer Rede vor versammelter Presse hat Präsident Herbert Hoover heute bekräftigt, dass edle Experiment Prohibition bestehen bleibt. Als Reaktion auf Kritik der Demokraten hat Hoover aus dem Prohibitionsamt mehr Mittel versprochen, um Wucher und Schmuggel zu unterbinden. Kann man sich heute gar nicht vorstellen, das ist Alkoholverbot, ne? Heute trinken schon die 12-Jährigen, ey. Oh, yeah.
Zigaretten? Nee, wir haben so eine Geschichte. Pass mal auf hier. Wenn wir jetzt... Genau, hier, schau mal. Katz? Da ist sie doch. Mausrad. 1, 2. Testaufforderung. Ein aus. Details. Da, Paul Lombardo. Mafiaschläger Pauli Lombardo treibt sich auf den Straßen und in den Gassen von Little Italy in Lost Haven herum. Hitzköpfig und aufbrausend leitet er ein enges Netzwerk, bestehend aus Kriminellen und Informationen, die seinem Boss Don Salieri treu ergeben sind. Wo er auch ist, würde er mit dem falschen Lächeln der Erpressten und Verängstigten begrüßt. Sich seinem Unmut zu ziehen, wäre nicht ratsam. Wenn er stehen bleibt und mit jemandem zu reden, will er Geld sehen und nicht die Uhrzeit wissen. Ja, das war so ein harter Pflaster damals, ne? Pass mal auf. Perfekt. Da haben wir auch schon mal was eingesammelt. Out of order. Komm später zurück. Mit Polly oder Sam. Die Bar ist für dich leider geschlossen. Okay. Ich wollte ja auch nur ein bisschen was gucken, was es hier gibt. Wir gehen mal Radio. Können wir das Radio einschalten? Bilder. Das Bild gefällt mir hier. So, da laufen wir mal. Billard können wir nicht spielen, ne? Weiterer Scheißtag. Beruhig dich. Geht's hier hoch? Nee. Da hinten hin geht's auch nicht. Dann gehen wir mal darüber. Hier werden die Geschäfte abgewickelt. Und wir sind dankbar für seine Kohle. Müssen los haben. Wer ist dieser Typ? Polly, gehört er zu dir? Ja. Okay. Und wir sind dankbar für seine Kohle. Müssen los haben. Eine lange Fahrt nach Norden vor uns. Wenn der Don das nochmal machen will, können wir uns außerhalb der Stadt treffen. Keine Polizei ist. Okay. Das klingt gut. Als ich heute in die Stadt gefahren bin, habe ich an jeder Ecke Polizei gesehen. Naja. Ich kenne da einen Ort. Ja, wir kennen einige Orte. Gut, dann gehen wir mal zu den da hinten rüber. So, Polly. Ich komme. So. Legendär einfach das Spiel einmal. Man muss einfach in diese Welt eintauchen. Auch diese Geschichte und alles, ne? Buongiorno, Vincenzo. Da, der Vincenzo. Ciao, Polly. Oh, die wird singen. Wer ist das denn? Benny, das ist Tommy Angelo. Wir haben einen kleinen Auftrag. Okay, gut, gut. Hey. Braucht ihr was Langes oder Kurzes? Nein, nur was, um ein paar Autos zu verschönern. Da hab ich genau das Richtige. Jetzt kommt's. Der Klassiker. Boah. Wenn der Schläger nicht das Richtige ist, sind hier ein paar Cocktails. Ei. Die Cocktailparty kann steigen. Nicht die Nasenhaare versengen. Perfekt. Dich kennenzulernen, Tom. Gib mir Bescheid, wenn Pauli dir das Leben schwer macht. Ich kümmere mich um ihn. Ja, alles klar, das werde ich machen. Fight for the Decade. Peter, der Prophet, Elia. Versus Marty, der Ziegel. Dann kriegst du mein Eisen. Okay, danke dir. So, mach mal erstmal Platz. Ich muss mal hier in deiner Werkstatt. Ich muss sie inspizieren. Umsehen. Aber nichts verlässt diesen Raum. Ja, ich will mich nur. Ich hab da noch was. Warte mal. Da gehen wir mal rein. Wo können wir das lesen? Zigaretten, Postkarten, Comics. Das gehörte nicht zu Comics. Postkarten, Zigaretten. Das. Ach, da ist es. Okay, that was. Kann man da rein? Nee, man kann da nicht rein. Mausrad ranzoomen. Ja, du kannst nur ranzoomen. Aber mehr auch nicht. Okay.
Schöne Maschinenpistole. So, okay. Die Bullen würden das Zeug hier gerne in die Finger kriegen. So, hab ich. Wir können los, Pauli. Wir werden noch beste Freunde. Ralphie ist in der Garage. Er ist sowas wie ein Idiot, aber er kann mit Autos umgehen. Okay. Keine Ahnung, wie dieser Schwachkopf Motoren zum Schnurren bringt, aber bei der Sache ist er ein Zauberer. Dann quatschen wir mal mit denen. Jetzt erschreckt er den. Hey, Zauberer! Zieh dein Köpfchen aus dem Arsch! Was zur Hölle, Pauli? Der war ja am Stottern, stimmt. So tut mir leid, Ralph, ich wollte dich nur aufziehen. Du humpelst ja noch. Jetzt arbeiten zwei Krüppel hier. Wir haben nichts gemeinsam. Kapiert, Ralph. Sicher, Pauli? Tommy Angelo. Freut mich. Wie gesagt, Ralphie ist nicht ganz dicht. Aber gib ihm ein geklautes Auto und er macht's zu deinem. Tom und ich haben einen Job und brauchen eine Karre. Hier, Pauli. Er ist kein Hot Rod, aber bring dich durch die Stadt. Okay, los geht's. Du fährst. Prima. Und hör endlich auf, hier rumzufaulenzen. Jetzt gibt er dir noch Befehle. Irgendwann schneide ich dein Bremskabel durch, Arschloch. Keine Ahnung, warum Ralph uns diese Kiste gegeben hat. Da will ich dir das gute Leben zeigen und du musst eine Karre fahren, die meine Mutter vor 20 Jahren gekauft hätte. Ja. So wie ich Ralph kenne, hat er sie aus ihrer Garage geklaut. Das Auto ist in Ordnung. Mal was anderes als ein Taxi. Ja. Du musst nicht höflich sein. Das Ding ist eine Dreckschleuder. Also, war das hinten im Laster Whisky? Oh, das war knapp jetzt. Euer Lieferant. Ihr macht das an einem echten Tag? Normalerweise nicht. Aber das war ihre erste Lieferung. Und die Bullen sind nicht so blöd, in unserer Gegend herumzuschnüffeln. Morello, der Kerl, dessen Autos du abfackeln wirst, hat mehr Freunde bei der Polizei als wir. Aber solange wir vorsichtig sind, ist alles in Ordnung. Pass gut auf. Hey, der Scheinerviertel. Der kanadische Whisky, der hier ankommt. Sag einfach, wenn du eine Flasche willst. Wir behalten immer was für Freunde. Ich bin kein großer Trinker. Früher habe ich mir gepanschten Gin reingeschüttet. Aber das Zeug ist gefährlich. Über uns kriegst du jetzt den guten Stoff. Davon wirst du sicher nicht blind. Das ist sehr nett. Danke. So. Es ist nicht nur unser Fusel, Tom, sondern auch, wohin wir ihn liefern. Die Frauen in diesen Läden. Beste Tische, bestes Essen, beste Bräute. Das ist das Leben. Das gute Leben. Im Moment will ich nur den Schwein den Tag versauen, die mir meinen versaut haben. Boah, das Ding kommt gerade den Berg hoch, und da ist der LKW vor uns schneller. Ich hab Vollgas. Könnte all das Ärger bedeuten. Ärger, sagt gerade der Kerl, der Morellos Parkplatz abfackeln wird. Du hältst mir doch den Rücken frei. Kein Problem. Falls es schief läuft, lass sie lieber nicht dein Gesicht sehen. Oder du verprügelst sie so hart, dass sie es vergessen. Na komm, der macht mich nervös hier, der LKW vor mir. Aber macht nichts, wir fahren jetzt mal gediegen dahin. Schade, dass die Dings nicht funktioniert, ne? Da muss man wahrscheinlich das Spiel neu starten. Das könnten wir demnächst machen.